Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns gemeinsam in SQL die Update-Anweisung an und wie man diese anwendet. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und jetzt starten wir los. SQL ist eine Programmiersprache, die alle wesentlichen Funktionen mitbringt, um Datenbanken zu durchsuchen und die erforderlichen Ergebnisse zurückzugeben. SQL ermöglicht es, Änderungen an Daten vorzunehmen, die ein Unternehmen in einer relationalen Datenbank speichert und mit der Update-Anweisung aktuell zu halten. Eine SQL-Update-Anweisung ändert Datensätze in einer Tabelle oder auch in mehrere Tabellen in der Datenbank. Eine Update-Anweisung ändert die gewünschten Datensätze bereits in der Datenbank. Vorsicht! Bei falscher Anwendung kann es passieren, dass Datensätze versehentlich überschrieben und vorhandene Daten verloren gehen. Ohne ein Backup können Daten beschädigt werden oder vollständig verloren gehen. Daher ist es ratsam, jederzeit ein Backup der aktuellen Datenbank durchzuführen, insbesondere wenn neue SQL-Befehle wie Update getestet werden. Wir sehen uns heute 4 Anwendungsfälle an, wie du ein Update-Befehl durchführst. Dazu habe ich mich auf die SQL Server Datenbank bzw. SQL Server verbunden und wir werden das anhand der Tabelle Employee durchtesten. Zunächst möchte ich gemeinsam den Dateninhalt dieser Tabelle durchgehen. Diese Employee-Tabelle besitzt mehrere Spalten, wie zum Beispiel den Vor- und Nachnamen, Geschlecht, den Titel und es gibt auch hier die Angabe, zu welchem Stundensatz dieser Mitarbeiter arbeitet bzw. auch welche Abteilung zugeordnet ist. Nun möchte ich 4 Varianten vorstellen, mit denen das Update durchgeführt werden kann. Sehen wir uns den einfachsten Fall an und zwar die Update-Anweisung ohne Einschränkungen, ohne Bedingungen. Diese sieht wie folgt aus hinsichtlich der Syntax Update. Anschließend die entsprechende Tabelle, in diesem Fall dbo.dem-employee. Und als nächstes gibt man noch an, welche Spalte man aktualisieren möchte. Wir verwenden in unserem Beispiel die Spalte Status und setzen diese auf Current. Anschließend führe ich den Befehl durch und es werden 296 Datensätze aktualisiert. Sehen wir uns anschließend die aktualisierte Tabelle an und wir sehen, dass hier in der Spalte Current in allen Datensätzen nun Current als Eintrag hinterlegt ist. Als nächstes möchte ich ein einfaches Update mit einer Where-Bedingung vorstellen. Dazu kopieren wir uns das Statement von vorhin und möchten all jene Datensätze aktualisieren, die sich in der Abteilung Sales befinden und als Aktualisierung möchten wir das Startdatum auf das aktuelle Jahr festlegen. Das könnte wie folgt aussehen und zwar das Startdate ändern wir auf 2022 11.01 und anschließend kann man diesen Update-Befehl mit einer Where Bedingung erweitern und dazu geben wir an, das Department soll nur Sales
Datensätze umfassen. Anschließend selektiere ich diesen Ausdruck und führe dieses aus und erhalte nun 18 Datensätze, die geändert wurden. Führen wir auch hier die Kontrolle durch und überprüfen, Sales beinhaltet, alle Sales-Mitarbeiter sind jetzt mit dem Startdatum aktuelles Jahr und Monat hinterlegt. Gehen wir zu einer weiteren Ausprägung des Update-Statements voran, und zwar verwenden wir die Update-Anweisung mit mehreren Spalten. Ich verwende wiederum dieselbe Tabelle. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Spalten möchten wir aktualisieren. Jetzt könnten wir wie folgt vorgehen. Wir möchten angenommen die Base Rate ändern auf 40 und mit einem Komma getrennt können wir die zweite Spalte, welche wir aktualisieren möchten, mit angeben. Das könnte sein der Status, und diesen nennen wir Removed. Ein Tippfehler meinerseits. Und zu guter Letzt können wir diese Anweisung nun ausführen. Und es werden alle Mitarbeiter entsprechend mit der Information Base Rate auf 40 und den Status auf Removed gesetzt. Und zu guter Letzt möchte ich noch die vierte Variante vorstellen, die sehr häufig vorkommt, und zwar ein Update-Statement mit mehreren Spalten und mehreren Bedingungen. Hierzu nehmen wir das vorhin verwendete Statement, setzen hier die Base Rate auf 30 und wieder den Status auf Current. Und nun kommen wir zur Bedingungsanweisung, und zwar Were, jene, wo der Mitarbeiter im Department Production und was könnten wir noch verwenden, und Gender ist Female. Nun haben wir ein Statement, welches zwei Spalten aktualisiert und anhand zweier Bedingungen. Wir führen diese durch und erhalten 46 Datensätze, die aktualisiert wurden. Anschließend können wir noch eine Kontrolle durchführen und sehen, dass wir hier Produktion, Current und die Base Rate auf 30 gesetzt worden ist. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen vier unterschiedlichen Anwendungsszenarien mit dem Update Statement eure Datensätze und Tabellen entsprechend anpassen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!